Was hier aussieht wie das alte Descent aus den 90ern, ist eine Neuauflage von Sick Trap Games. In ihrem Spiel Sub-Level Zero fliegt man wie damals durch ein Höhlenlabyrinth und schießt auf feindliche Raumschiffe. Allerdings werden hier die Gänge prozedural generiert und man hat nur ein Bildschirmleben. Da heißt es, sich ganz vorsichtig voranzutasten, denn sonst geht es ganz schnell wieder von vorne los. Wer will, kann auch mit einer Oculus Rift virtuell durch die Höhlen fliegen. Allerdings sollte man dazu einen guten Magen haben, denn aufgrund der Schwankungen wird einem allzu schnell übel. Im Jump'n'Run No Pow von Anarchy ist man auch in einem Labyrinth unterwegs. Dessen Wände sind komplett zerstörbar und lassen immer wieder Grafikglitches aufblitzen. Überall lauern schwierig erkennbare Fallen und manchmal muss man erst ein Monster herauslocken, damit es eine Wand einreißt und den Weg zum nächsten Abschnitt freiräumt. Knifflig wird es in A Knife Made of Whispers von Daniel Linson. Hier kann sich die Figur des Spielers nur verteidigen, wenn sie innerhalb des weißen Lichtkegels ihrer Lampe steht. Also muss man die große und schwere Laterne immer geschickt mit sich führen und schon mal in einen Abgrund werfen, damit man unten nicht wehrlos im Dunkeln steht. In späteren Leveln startet man zunächst ohne das Licht und muss die Lampe und seine Waffe erst einmal suchen. Eine sehr ausgefuchste Spielmechanik, die beim aktuellen Ludum Dare-Wettbewerb gute Chancen hat.